Nach langer, langer Zeit mal wieder herzlich willkommen zu einem kleinen Let's Build. Ja, ich habe zwar noch ein paar Projekte am Laufen, unter anderem ja den Jagdtiger, aber da bin ich jetzt an einem Punkt, und der heißt Ketten, da komme ich irgendwie noch nicht so ganz klar mit diesem Kettensystem, was da Revell oder beziehungsweise Dragon da hat. Also ich fange damit an und ja, sagen wir nach 10 Minuten spätestens habe ich dann keinen Bock mehr, schmeiß das Ding in die Ecke. Gerade eben auch wieder so gewesen. Deswegen mache ich jetzt mal was ich kann, und zwar einen 1,72 Panzer. Dafür habe ich mir den Hetzer rausgesucht. Wollte ich schon länger mal haben, finde ich einen sehr schönen Panzer, und ich habe es ja schon mal erwähnt, wenn ich mit War Thunder mit dem Panzer Spaß habe, dann baue ich den auch gern. Hier ist mir schon was aufgefallen auf der Rückseite, also abgesehen von dieser coolen orangen Tarnfarbe, ist natürlich der deutsche Text. Im Januar 1944 hat man mit der Herstellung des Panzers T-34-85 begonnen. Ach ja. Ja, die Briten auch. Ah, hier ist richtig. Sonderkfz 138, Jagdpanzer 38T. Gut, da hat wohl derjenige, der den Satz gesetzt hat, nicht ganz aufgepasst. Na gut, schauen wir uns den Bausatz mal an. Hier haben wir die Teile. Da fällt wieder auf, zwei verschiedene Arten Plastik. Das ist scheinbar so ein UM-Ding. Soll uns aber nicht weiter stören, sollte alles funktionieren. Fangen wir mal mit dem Decalbogen an. Hier ist es auch wirklich für den Hetzer. Ein paar schöne dabei, auch ein paar besondere, die ich jetzt so nicht direkt kenne. Ich glaube, das sind da wirklich tschechische Panzer dann mit tschechischer Besatzung. Ja, viel Flash drumherum, kann man das sagen? Ja, kann man ruhig sagen. Also da ist noch nicht so schön sauber ausgestanden. Und die sind auch nicht immer so optimal. Mal sehen, ob ich die nehme. Balkenkreuze habe ich jedenfalls mehr als genug, also da sollte kein Problem sein. Dann schön, bei UM sind auch immer noch ein paar Foto-Ads-Teile bei. Die hole ich jetzt auch gerade mal raus. So, ein wenig rostig wirken sie, aber insgesamt ganz nett. Das müssten die Schutzbleche sein. Das hier ist vom Auspuff, das Teil. Und das ist diese komische gelochte Kiste, die die immer an der Seite haben. Da muss ich auch mal, fällt mir gerade mal wieder einmal rausfinden, was es damit auf sich hat. Das habe ich mich schon ein paar Mal gefragt. Die habe ich nämlich auch schon beim Jagdpanzer gesehen, also beim Hetzer. Gut, das werde ich mal im Nachhinein machen. So, dann gucken wir mal die Ketten. Ja. Nichts Spektakuläres, ganz normal. Die Laufrollen, auch alles ganz okay. Etwas grob, aber okay. Hier das ganze Teil nochmal, quasi für die andere Seite. Ich hoffe auf jeden Fall immer, die Kettenglieder reichen. Das ist nämlich manchmal so ein Pokerspiel. Dann dieses Teil hier. Das ist wahrscheinlich hier hinten von der Heckklappe, wenn man sie so nennen mag. Ein MG. Kiste und noch ein paar Kleinteile sowie die Geschützblende. Und dann hier das Hauptteil, das ist das Wichtigste. Hier haben wir den oberen Teil der Wanne, hier die Auf- und Laufrollen. Hier auch, man sieht schon, die sind einzeln, also man kann sie später anbringen. Erstmal die Ketten komplett kleben und dann festmachen. Das finde ich immer ganz praktisch, vor allem fürs Lackieren. Gut, dann hier noch von dem Geschützteil, ja. Grob, nichts groß dran, aber muss man auch sagen, am Hetzer war auch nichts groß dran. Werfen wir mal einen Blick in die Anleitung. Kommen wir zur Anleitung, die enthält eine schöne Beschreibung, die möchte ich euch nicht vorenthalten. Verwendung gut durchgearbeitet, aber ausgehend des Gens, den Teil leichten Tanks, Panzer 38 und sicher Panzerabwehrgeschütz, die Kanone mit der Länge des Stammes 48 Kaliber. In Firma VMM haben neu beweglich Panzerabwehrgeschütz des Artilleriesystem mit der guten Buchung geschaffen. Im April 1944 hat man mit der Herstellung des neuen Sonderkfz 138-2 Jagdpanzer 38T Hetzer begonnen. Seine Waffenausrüstung bestand aus einer 75mm Kanone Pak 39-L48 und 7,92mm Maschinengewehr MG34. Die Stirnpanzerung betrug 60mm. Die Gefechtsmunition enthält 41 Geschosse. Der Maschine, dessen Gewicht 16 Tonnen betrug, hatte die Höchstgeschwindigkeit von 42 km/h. Der Maschine hat den 6-Zylinder-Viertakt-Dieselmotor Prager AE mit einer Leistung von 160 PS. Besatzung 4 Personen. Funker, Richtschütze, Ladeschütze und Fahrer. Insgesamt sind 2849 Jagdpanzer-Hetzer hergestellt worden. Bis zu dem Schluss des zweiten weltumfassenden Krieges. Hetzer wurde auf allen Fronten intensiv benutzt. Ist doch mal ein schöner Text. Hat bestimmt derselbe, der den hier geschrieben hat, das hier verfasst. Daher muss man sagen, es war wahrscheinlich auch eher auf Weißrussisch und der hat es dann nur durch den Google-Übersetzer gejagt. Das kommt dabei raus, wenn man nicht gegenlesen lässt. Naja, schauen wir uns mal die Anleitung an. Hier haben wir den Zusammenbau.
die Teile hier, ja, Unterteile der Wand zusammenkleben, kann man aber auch ablassen und erstmal die Laufrollen, wie sie jetzt hier beschrieben sind, zusammenkleben. Das finde ich immer ganz praktisch, weil wenn das so ist, kann man da ein bisschen besser agieren, als wenn das schon dran ist. Danach kommen die Ketten drumrum. Da hoffe ich mal, dass die Teile reichen werden. Da bin ich immer ein bisschen skeptisch, aber wir werden es sehen. Das Dach kommt drauf, sowie dann noch ein paar Kleinteile. Ja, nichts Spektakuläres bei. Das MG kriegt dann die Geblende, die Kanone wird eingesetzt. Hier auch mal ganz schön, da ist direkt hingeschrieben, 1 mm großer Bohrer, um das Loch zu bohren. Das finde ich ganz gut. Zusammengeklebt. Hier die ersten Foto-Ads-Teile, die Seitenschutzbleche kommt dran. Die Kiste wird gefaltet, wo ich immer noch rausfinden muss, wofür die eigentlich da ist. Hier ist noch ein Foto-Ads-Teil, das ist das Auspuffteil. Und fertig ist der Panzer. Dann haben wir drei Bemalungsvorschläge. Einmal in Russian, Libanon, Army, Tschechische Republik. Das ist auch das Bild von der Vorderseite. Es gefällt mir bis jetzt schon mal ganz gut. Vielleicht werde ich das auch nehmen. Dann haben wir Westfront im Audium. Was war denn nochmal? Frühling oder Herbst? Egal. 1944 halt. Und dann noch Lake Balaton. March 1945. Ist eigentlich fast dieselbe Tarnung, oder? Die Farben, ja, sind dieselben, wie jetzt auch bei der hier oben. Nur ein bisschen feiner. Finde ich auch nicht schlecht. Aber da muss ich nur überlegen, was ich nehmen werde. Also die werde ich nicht nehmen, aber eine von den beiden wird es. Gut, das wird ihr aber noch im Laufe des Baus entscheiden. Damit werden alle Teile vorgestellt und wir können anfangen. Ich werde etwas invers zur Anleitung bauen. Also ich werde nicht direkt die untere Wanne zusammenkleben. Ich fange direkt mit Schritt 3 an. Zwei hier oben. Werde die Laufrollen und das ganze Fahrgestell quasi erstmal zusammenkleben und dann als nächstes auch direkt die Ketten einmal rundherum kleben. Ich denke, das ist nämlich viel einfacher, wenn ich dieses Teil hier noch einzeln habe, das alles zu machen. Und von der Bemalung her, also da habe ich mittlerweile durch die ganzen Quick-Builds so viel Erfahrung drin, da kann das auch alles zusammen sein, das kriegen wir auch so hin. Also hole ich mir jetzt erstmal die Teile, die ich brauche. Hier hätten wir die Teile. Als erstes kommt dieses Teil hin. Es hat auch sogar eine Markierung, wo es hin soll. Also etwas Kleber. So, und es gleicht dann auch direkt die Schräge aus, weil es so schepp ist. So, finde ich gut. Alles klar. Darauf kommt dann das Zahnrad. Das klebe ich aber noch nicht fest. Das kennt ihr ja schon. Wenn ich einen Kettenlauf klebe, mache ich das nämlich anders. So, dann kommt hier dieses Teil. Mal gucken, wie rum das ist. Kommt das so? So rum. Das ist oben. Nein, das ist falsch rum. Es kommt so rum. Huch. Okay, so passt es. Trocknen lassen. Dasselbe natürlich auch mit der anderen Seite. Die Laufrollen sind zusammengeklebt. Das sieht auch sehr gerade aus. Wichtig ist dabei, dass man das gut durchhärten lässt, dass sie auch wirklich stabil sind. Also ich habe es über Nacht jetzt auch trocknen lassen. Da kann dann auch nichts mehr einfach sich so verbiegen, wenn man die Ketten anklebt. Nur das vordere Teil habe ich noch nicht dran geklebt, weil das ist so einfacher, die Ketten dran zu kleben. Aber das habe ich euch ja in dem PSDOT gezeigt. Auf jeden Fall, wenn dann die ganzen Ketten drumherum sind, wie es hier in der Anleitung ist, es geht sogar auf von den Kettengliedern her, da habe ich immer meine größte Sorge, sieht das Ganze so aus. Es ist auch relativ gerade geworden, ich finde es ganz gut. Und dieses obere Teil, das war kein langes Teil, das waren mehrere Kleinteile und dadurch kann man das Ganze auch noch ein bisschen hängend darstellen. Also wenn ich hier so ein bisschen runterdrücke, hier, da seht ihr es dann auch. Ja, das wirkt dann auch nochmal ein bisschen stimmiger. Ist auch schon gerade, finde ich. Ich hoffe nur, wenn ich es hinterher anklebe, dass dann immer noch gerade ist und nicht irgendwie schief steht. Okay, also dieses langwierigen Prozess wollte ich euch aber ersparen und ich mache jetzt mal mit dem nächsten Teil weiter. Die beiden Kettensegmente sind fertig. Kommen wir nun zu Schritt 1 wieder. Jetzt setzen wir die untere Wanne zusammen. Die besteht dann noch aus drei weiteren Teilen. Die habe ich schon mal hier. Und jetzt müssen wir nur mal gucken, wie das Ganze da dran festgemacht wird. Ich glaube so nicht. So, das sieht gut aus. Alles klar. Dann wollen wir mal gucken, ob die Passgenauigkeit auch gut ist.
Okay, es war zwar ein bisschen frickelig, aber es passt und es passt sogar sehr gut. Also, ne, da sind eigentlich keine Spalten. Und wenn ich mir die Kette auch so angucke, dann ist die auch so ganz gerade, nachdem das jetzt fest ist. Ja, ist okay. Ist vielleicht hier ein bisschen nach außen gebogen. Von vorne sieht man es. Vielleicht kann ich es auch noch anders biegen. Aber jetzt lasse ich erstmal hier das Ganze ein wenig trocknen, dass ich mir das nicht wieder kaputt reiße. So, jetzt kann man noch letzte Korrekturen vornehmen. Und dann lassen wir das erstmal aushärten. Während die Unterwanne etwas aushärtet, kümmern wir uns um die Oberwanne. Das ist hier oben der Schritt. Die Teile habe ich schon mal rausgelöst. Die sehen so aus. Hier habe ich auch schon einen Fehler entdeckt. Also keinen gravierenden, aber das hier ist die Rückseite. Die ist schön glatt. Und auf der Vordermarke sind die Auswurfmarken. Da haben sie irgendwas verwechselt wahrscheinlich. Eigentlich nie Hände hingemusst. Deswegen, wenn man es hier drauf macht, sieht man diese Kreise noch. Ich habe sie zwar jetzt mal ein bisschen abgeschliffen und ich hoffe, die fühlen sich glatt an, dass wenn man lackiert, es weg ist. Gut, dann bauen wir das Ganze mal zusammen. Okay. Dann wären die Teile dran. Es fehlen jetzt noch ein paar Kleinteile. Zum einen das Kettensegment, das will ich aber erst später dran kleben, nach dem Lackieren. Und dann hier noch ein Foto-Ätzteil. Das werde ich auch erst später anbringen, wenn ich die ganzen Foto-Ätzteile dran mache. Jetzt lassen wir das mal ein wenig trocknen. Es geht weiter mit dem Geschütz. Das besteht aus drei Teilen und soll vorne mit einem 1 mm Bohrer eingebohrt werden. Also ich habe hier meine kleinen Bohrer und da habe ich auch einen 1 mm Bohrer, der ist hier. Aber wenn man den so dahin hält, ich hoffe, ihr könnt das noch gut sehen auf der Kamera, also das ist bisher sehr, sehr knapp. Ich glaube, wenn ich da mit rein bohre, dann werde ich wahrscheinlich irgendwie an der Seite bohren oder irgendwas wegmachen. Also das ist mir zu knapp. Deswegen werde ich einen 0,8 mm Bohrer nehmen und jetzt damit mal mein Glück versuchen. Gegebenenfalls kann man es natürlich hinterher mit einem größeren Bohrer noch etwas ausweiten. Wobei auch schon den 0,8 hier finde ich sehr grenzwertig ist. Okay, da müssen wir mal vorsichtig, ganz vorsichtig und langsam vorarbeiten. Ja, das ist schon sehr grenzwertig. Oh. Na, ich versuche es noch ein bisschen. Huch. Nee. Das ist leider, seht ihr das? Das ist ein bisschen auch sehr knapp. Also dann muss ich leider noch mal eine kleine Spitze schneide ich wieder ab. So, habt ihr gar nicht gesehen. So, also ich habe nur ein paar Millimeter abgeschnitten. Dann schleifen wir das gerade noch ein bisschen glatt. So, das fällt dann nicht auf, wenn es nur so ein kleiner Tacken ist. Und dann nehmen wir einen noch kleineren. Also der 8er war zu groß. Sollen wir hier nehmen wir mal einen 6er. So. Ah, ordentlich festziehen die kleinen Dinger, sonst rutschen sie. So. Und dann versuchen wir jetzt noch mal unser Glück damit. Immer noch nicht ganz mittig. Das ist gar nicht so einfach. Na gut. Also es ist nicht ganz mittig geworden, leider. Aber es reicht zumindest so, dass ein Loch drin ist. Und damit muss ich mich wohl leider begnügen. Außer ich kann es irgendwie noch ein bisschen, wenn ich das so mache. Ja, das klappt doch sogar. Ah ja, sehr schön. Jetzt sieht doch das sogar richtig gut aus. So ist doch gut. Vielleicht noch ein kleines bisschen mehr.
gut, so kann man es lassen. Alles klar, wie kommt das jetzt? Das wird dann hier einfach ineinander geklebt. Also das Teil darüber. Hier geblieben. Und das ganze Ding dann hier drauf. Wie rum ist, schätze ich mal, egal. Na gut, dann machen wir das mal. So, dann drehen wir es vielleicht noch so, dass die schönere Seite nach oben zeigt oder so ähnlich. Und das seitwärts? Weiß gar nicht. Ja, das ist doch so schon ganz okay. Okay, dann hätten wir das. Und wieder Trocknungsphase.